So, die Kette ist jetzt da eingezogen. Jetzt habe ich wieder die Kreuzstäbe, die mir jetzt als bisschen Kontrolle dienen. Das heißt, jetzt da kann ich einmal testen, ob meine Kettspannung passt. Ist diese gegeben, ist es gut. Wenn nicht, kann ich einzelne Fäden noch nachspannen. Das merkt man auch hier, wenn ich da drüber streiche, kann ich nochmal kontrollieren. Die Reihenfolge kann ich nochmal kontrollieren. Habe ich da irgendwann einen Fehler gemacht? Kann ich da was austauschen? Wenn das alles jetzt da passt, kann ich hier meine Kreuzstäbe dann nochmal entfernen. Jetzt sieht man hinten, jetzt kommen diese Kreuzstäbe auf die andere Seite des Webgeräts. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Gatterkamm rauf und runter bewege, sieht man eh, dass es einmal ein Kreuz so öffnet. Und wenn ich ihn drehe und einziehe, habe ich dann das hintere Fadenkreuz. So. Für was brauche ich das hintere Fadenkreuz? Das Fadenkreuz hat drei Zwecke. Erstens lässt es mir die Kontrolle hinten, dass da auch wieder die Reihenfolge alles passen sollte. Falls ein Kettfaden nämlich reißen sollte während dem Webvorgang, sehe ich hier dann gleich, ob da irgendwo ein Problem ist. Und beim Nachspannen, das heißt, wenn ich die Kettform öffne und die ganze weiterrollen muss, streichen hier drüber noch einmal die Kettfäden. Hier sieht man zum Beispiel eine Verdrehung der Kettfäden, dass sich die dann wieder entdrehen können und somit gleichmäßig weiterlaufen.